Einen wunderschönen Mittwochabend, liebe 99ers-Fans. Herzlich willkommen zum nächsten 99ers-Fan-Talk. Heute mit dabei ist der Clemens Greins. Hallo Clemens, wie geht's dir? Hallo Martin, bei mir passt alles, bei dir? Auch alles wunderbar. Man hört es sehr gern, dass es dir gut geht. Gleich die Info natürlich an alle Zuseherinnen und Zuseher. Dem Clemens könnt ihr gerne eure Fragen direkt in den Chat schreiben. Ich werde sie ihm dann direkt weiterleiten und stellen. Clemens, fangen wir vielleicht auch bei dir an, wie bei unseren anderen Spielern. Reden wir kurz über das letzte Spiel. Gegen den HC Bozen ist es ja nicht ganz so für uns ausgegangen, wie erhofft. Was kannst du uns zu dieser 4:0-Niederlage erzählen? Ja, ich meine, wir haben gewusst, dass Bozen natürlich ein sehr starker Gegner ist. Haben uns, finde ich, gut vorbereitet drauf und am Anfang auch uns viel vorgenommen. Dann haben wir halt leider gleich am Anfang eine Strafe kassiert, wo wir dann das 1:0 gleich bekommen haben und haben teilweise sicher gute Aktionen gehabt, gut mitspielen können, aber es dann am Ende doch nicht so umgesetzt, wie wir es eigentlich umsetzen wollten. Also da wäre sicher, obwohl Bozen eine sehr gute Mannschaft ist, wäre sicher auch mehr von unserer Seite aus drin gewesen und daran müssen wir arbeiten und das werden wir auch am nächsten Wochenende in den nächsten zwei Spiele zeigen und die Revanche gegen Bozen dann gewinnen. Jetzt hat sich ja in den letzten Tagen bei den 99ers nicht nur im spielerisch oder vom Match her was getan, sondern auch im Transfermarkt und spielerisch was getan. Mhm. Wir haben ja einen neuen Spieler, den Michael Latta. Was kannst du uns über den erzählen? Hat der neuen Schwung wieder in die Mannschaft gebracht? Ja, also der auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ. Also da merkt man gar nicht, dass er neu ist. Der ist gleich reinkommen, hat mit allen geredet und ja, wirklich super sympathisch. Und das ist natürlich immer cool, wenn man so einen erfahrenen Spieler, eben der auch schon Spiele in der NHL, also viele Spiele in der NHL gehabt hat. Und das merkt man auch am Eis. Also der hat eine gute Präsenz und ist sehr sympathisch und wird sicher eine Gaude mit dem. Ja, dann hoffen wir, dass er auch gehörig einnetzt bei unseren Gegnern. Aber reden wir nicht über die Neuverpflichtung, sondern reden wir über dich. Wie hat es denn bei dir mit dem Eishockey-Spielen angefangen? Es ist ja irgendwie naheliegend, wenn man deine Familie anschaut und gerade deinen Papa anschaut, dass du auch zum Eishockey-Spielen kommst. War das so bei dir? Hast du deinem Papa dann auch geeifert? Ja, also ich bin natürlich so schnell wie es geht, sagen wir mal, einmal auf die Eislaufschuhe gestanden. Ich glaube mit 3 Jahren oder so war ich das erste Mal am Eis und habe dann eben begonnen, eben auch da in Graz Eishockey zu spielen, einmal ein bisschen zu Eislaufen. Habe dann aber 1,5 Jahre aufgehört, also es hat mir nicht so Spaß gemacht mit 4 Jahren circa. Und dann hat es mir immer wieder begonnen, halt Spaß zu machen und dann bin ich die ganze Zeit dranbleiben und das eben sicher hat das viel zu tun mit dem Papa. Also er hat mich nicht gezwungen, aber es war natürlich eine große Hilfe und auch macht Spaß halt mit ihm drüber zu reden und alles. Also es hat gepasst und macht mir nach wie vor Spaß. Das hört man sehr gern. Du hast es gerade gesagt, du hast ja bei den 99ers oder angefangen mit dem Eishockeyspielen. Hat es irgendwelche anderen Stationen in der Jugend auch gegeben oder waren es immer die Graz 99ers? Nein, also ich war durchgehend in Graz. Bin nie gewechselt oder so. Genau. Alles klar. Ja, dann schauen wir vielleicht. Es sind natürlich auch wieder Fragen reingekommen über unseren Instagram-Kanal. Und da geht es auch in einer Frage um die Ausbildung zum Profi-Eishockeyspieler und zwar um das NLZ und ob du das weiterempfehlen würdest. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, um was es sich da überhaupt handelt. Ja, das NLZ ist eben das Nachwuchsleistungssportzentrum von der Steiermark. Das ist beim Borgen-Monsberger dabei, also ist die Schule, in die ich gegangen bin, die hat einen eigenen Sportzweig. Da geht man 5 statt 4 Jahre in die Schule, weil man 3-mal in der Woche Frühtraining hat, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ich glaube, dass das schon jedem Sportler weiterhilft, wenn man genug Zeit hat, auch eben in der Früh seine Trainings also machen kann. Und
Man wird dort auch betreut, also man kann sich Trainingspläne schreiben lassen. Es gibt eine Kraftkammer unten und man geht halt eben ein Jahr länger in die Schule dafür. Aber die Lehrer, also die meisten Lehrer, würde ich einmal sagen, haben auch viel Verständnis dafür, wenn man mal nicht alle Hausübungen hat, weil man gerade zwei Spiele am Wochenende gehabt hat oder sowas. Und das hat mir sicher gut weitergeholfen. Und eben ja, wenn man im Sport lässt, dann kann ich das schon weiterempfehlen, ja. Gibt es das nur für Eishockey oder ist das für andere Sportarten auch? Nein, das ist für alle Sportarten. Also ich war mit Snowboardern, Schwimmern, Reitern, also Golfern, allen möglichen Sportarten in der Also Klasse. für alle sportbegeisterten Schüler sicherlich Genau. interessanter Zweig dann zum Schule gehen. Reden wir jetzt vielleicht kurz über die letzte Zeit. Du hast jetzt in den letzten Jahren auch bei der Eishockey-Akademie Steiermark gespielt. Wie professionell findest du die Arbeit dort? Also man merkt schon, dass sich da was getan hat, also im Gegensatz zu früher. Wir haben jetzt mehr Trainer und das ist alles ein bisschen professioneller, würde ich sagen. Ja, ja, neues Logo haben wir alles und ja, es ist gut. Ja, die Kollegen vom Steirischen Eishockeyverband streamen ja mittlerweile auch Spiele von der Eishockeyakademie immer, was ich sehr interessant finde zum Zuschauen, die jungen Talente. Reden wir vielleicht kurz über die älteren Talente bei unseren 99ers. Wer ist eigentlich dein persönlicher Lieblingsspieler bei den 99ers und vielleicht auch auf der ganzen Welt in der NHL? Boah, bei den 99ers Lieblingsspiele. Also verstehen tue ich mich mit allen gut einmal so, es sind alles super nette Kerle und wir haben oft einen Spaß in der Kabine und das ist echt super. Aber der Lieblingsspieler, ich meine, man kann sich von jedem Spieler das ein oder andere abschauen. Würde ich sagen, der Dani vielleicht, der Oberkofler, von dem schaue ich mir viel ab und der ist auch so ein super lieber Kerl. Also mit dem ist immer Spaß und das ist, ja, würde ich sagen, von dem schaue ich mir am meisten ab, ja. Oder versuche mir am meisten abzuschauen. Und von auf der Welt, boah, in der NHL, ja, habe nicht so wirklich ein Lieblingsspiel, also wüsste ich jetzt nicht. Alles klar, gibt es ein Lieblingsteam von dir in der NHL oder schaust du da einfach gern gute Eishockey-Spiele an? Na, Dallas gefällt mir ganz gut. Also die Dallas Stars haben wir letztes Jahr, waren sie ganz gut dabei. Hoffentlich wird es heuer. Holen Sie den Stanley Cup, ja. Hoffentlich für dich. Die Nina fragt gerade im Chat, wie denn deine Daily Routine ausschaut. Boah, ja, also zurzeit ist es wirklich absolut nichts Spannendes. Also ich stehe meistens so um 8 auf, dann frühstücke ich, dann fahre ich in die Halle, habe dort, wie lang sind wir in der Halle? 3 Stunden circa. Fahr heim, tu Mittagessen und dann nix eigentlich. Also vielleicht gehe ich einmal eine Runde raus spazieren oder was einkaufen. Und ja, nicht, also mehr kann man eh nicht tun. Das Also wirklich nichts Spannendes. ist zurzeit leider richtig. Wie schaut vielleicht deine Teleroutine in der Offseason aus? Wie bereitest du dich auf die neuen Saisonen immer vor? Gibt es da einen Plan, wo du sagst, das ist das, was du Ja. machst? Also dieses Jahr war es natürlich ein bisschen anders. Also letzten Sommer, da haben wir viel länger frei gehabt. Aber normalerweise ist immer, also 2 Wochen oder so ist immer mal frei. Also vielleicht Urlaub fahren, dieses Jahr eher nicht, aber fahrt man auf Urlaub oder da tut man mal wirklich entspannen. Und dann, also setzen wir uns mit unserem Off-Ice-Coach zusammen. Also bei mir ist das eben der Ben Besendorfer, der ist eh da von den 99ers auch der Coach. Und dann besprechen wir mal, was dieses Jahr gut war, also wo ich mich gut gefühlt habe, wo schlecht. Und dann wird der Trainingsplan ausgearbeitet. Und ja, dann ist grundsätzlich der Tag gleich wie jetzt, nur dass ich halt nicht aufs Eis gehe. Grafi260 fragt da im Chat, wann dein erstes Album rauskommt. Ich nehme an, das könnte ein Teamkollege von dir sein, Grafi260. Keine Ahnung, wer das Wird es ist, ein aber Album von dir geben?
Wird kein Album von mir geben, na. Alles klar. Ja, dann schauen wir weiter, was es noch für Fragen gibt. Eine Frage, die öfter gestellt worden ist und die sicher viele interessiert. Du warst ja vor kurzem bei der U20-WM in Kanada. Wie war die WM, was ja eines der wichtigsten Nachwuchsturniere der Welt ist im Eishockeysport? Wie war das für dich, da dabei zu sein? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen da darüber. Boah, ja, nein, das war schon eine unglaubliche Erfahrung eigentlich, also dass man da mal dabei sein darf. Ich meine, ich habe es mir die letzten Jahre immer angeschaut, eben die ganzen Spiele und die Highlights, und da sind ja auch immer Top-Spieler, die dort gespielt haben, die jetzt eben in der NHL auch spielen und auch ziemlich gut spielen. Also habe ich mich ziemlich gefreut, also wie ich dann mitgeflogen bin. Der Flug war ziemlicher Horror eigentlich, also da hat es mal Verspätung gegeben, 4 Stunden, und die Maschine war relativ klein. Und alles, also das war mal eine lange Anreise. Ich glaube, wir sind 15 Stunden oder so insgesamt geflogen mit 2 Zwischenstopps. Und dann sind wir gleich ins Hotelzimmer, also ins Hotel gefahren. Dann haben alle mal 4 Tage in Quarantäne müssen. Also da haben wir wirklich da haben wir alle so ein Bundle bekommen ums Handgelenk mit so einem Bewegungssensor. Das heißt, wir haben unser Zimmer nicht verlassen dürfen. 4 Tage lang haben das Essen aufs Zimmer bekommen. Und ja, das war eigentlich. Es war nicht so langweilig, wie ich es mir vorgestellt habe, aber am Schluss war es dann schon relativ zart. Hat man sich dann schon gefreut, dass man endlich raus darf. Da haben wir eben auch Zoom-Workouts gemacht und alles. Und ja, dann sind wir das erste Mal aufs Eis gegangen in der Trainingshalle, und das war auch schon ziemlich cool. Und bis wir dann das erste Mal in der Haupthalle trainiert haben, das war schon, also war wirklich ein Wahnsinn. Also das glaubt man gar nicht, wie groß das alles ist dort. War natürlich schade dann bei den Spielen, dass keine Fans dabei waren. Das wäre noch einmal um einiges cooler gewesen, aber es war so auch schon eine richtig coole Erfahrung, obwohl wir vielleicht noch ein bisschen besser hätten abschneiden können. Also natürlich sind das die besten Teams dort, und man hat schon ein paar Unterschiede gemerkt, würde ich sagen. Und das war auch, also da kann man vieles mitnehmen, woran muss man noch arbeiten und wo sind die anderen jetzt wirklich besser. Aber na, also alles in allem hat's wirklich Spaß gemacht, auch mit dem ganzen Team. Es war doch eine lange Zeit, auch über Weihnachten und Silvester. Aber es hat echt Spaß gemacht und war eine coole Erfahrung, ja. Wie war Weihnachten und Silvester in Kanada? Ich meine, so viel hat man nicht erleben können wahrscheinlich, aber wie habt ihr die Zeit verbracht? Ja, ich meine, wir haben generell nicht raus dürfen aus dem Hotel. Also wir waren nur im Hotel und in der Eishalle. Und zu Weihnachten haben wir uns eben im Meetingraum, also im Speisesaal von uns, getroffen und sind dann ein bisschen zusammengesessen, haben auch ein Geschenk bekommen und Videos von daheim sind geschickt worden. Die haben uns dann alle angeschaut und das war ganz nett. Und Silvester sind wir am nächsten Tag heimgeflogen und da haben wir im Grunde das Gleiche gemacht. Also alle zusammengesessen und halt ins neue Jahr reingefeiert, ja. Alles klar, das klingt ja, sehr Corona-konform. Genau. Ich habe die anderen Spieler auch gefragt, wie geht es dir zurzeit mit der Corona-Situation in der Halle, dass keine Fans dabei sind? Wie sehr gehen die Fans ab, die euch da nach vorne peitschen? Ja, es geht schon sehr ab. Also es geht sehr ab, ja. Eben den Ansporn oder den Antrieb, den wir da das letzte Jahr gehabt haben, das merkt man schon, ja. Vor allem immer am Anfang, wenn es dann wie wir die ersten Spiele gespielt haben ohne Fans, das war also ganz komisch, finde ich. Aber ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, deswegen bin ich es ja auch relativ gewohnt, vor nicht so vielen Zuschauern zu spielen bei der U20. Deswegen, man gewöhnt sich zum Glück dran, ja, wir freuen uns eh schon wieder, wenn endlich wieder Zuschauer in die Halle dürfen, weil das natürlich um einiges cooler und auch, ja, ist einfach lässiger zum Spielen dann, wenn Fans dabei sind, ja, auf jeden Fall. Das hoffen wir natürlich alle, dass bald wieder Fans ins Stadion dürfen. Der Daniel fragt, die letzten Spiele hat es so ausgeschaut, als ob du etwas härter gespielt hast als sonst. Ist es von dir ausgegangen oder war das die Vorgabe oder der Tipp vom Trainer? Ich glaube, das war wahrscheinlich eh wegen der WM. Also, weil man halt nicht,
so viel die Scheibe gehabt habe, praktisch habe ich mich eher auf andere Sachen konzentriert, dass ich halt die Checks fertig fahre und halt versucht den Spielern dort ein bisschen auf die Nerven zu gehen, praktisch. Und das habe ich mitgenommen. Und ja, natürlich, ich glaube, dem Trainer gefällt es auch, wenn ich mehr Körper spiele und halt körperlich härter spiele. Und ja, also es ist eher von mir gekommen, ja. Ebenfalls über Instagram ist die Frage reingekommen, ob du schon Pläne für nach deiner Eishockey-Karriere hast. Bist du jemand, der sagt, okay, ich studiere neben dem Eishockeyspielen, oder konzentrierst du dich jetzt voll und ganz aufs Eishockeyspielen? Also ich habe erst letztes Jahr maturiert, dann bin ich zum Bundesheer gegangen, also da bin ich jetzt erst vor 2 Wochen oder 3 Wochen abgerückt und jetzt werde ich mal ein bisschen, ich denke so ein halbes Jahr mal nichts machen, mehr oder weniger, und mich einmal informieren, was mich interessiert, aber ich habe schon vor, auch nebenbei was zu studieren, also einfach, dass man auch noch was anderes hat außer Eishockey. Ja, das wäre so der Plan einmal. Dass man nicht nur alles auf Eishockey setzt. Hast du schon eine Idee, in welche Richtung es gehen soll? Haben wir dann den ersten Doktor bei den 99ers, oder was ist da dein Plan? Nicht, na. Ich habe noch nicht wirklich eine Idee. Also ich habe mich jetzt erst damit begonnen, einmal ein bisschen zu befassen. Und ich möchte auch wirklich nur was studieren, was mir wirklich Spaß macht und was mich interessiert. Deswegen lasse ich mir da lieber ein bisschen mehr Zeit, bevor ich was anfange, was mir im Endeffekt eh keine Freude bereitet. Jeden Fall. Im Chat fragt der Imogdinet, wie es mit einem Wechsel zu Villach ausschaut. Fragen wir mal ganz allgemein, was stellst du dir für deine Zukunft vor? Was willst du noch erreichen, eishockeymäßig? Ja, ich meine, das große Ziel, also das erste Ziel ist einmal, dass man sich fix integriert praktisch in die Mannschaft. Also ich muss ja jetzt schon noch um einen Platz kämpfen, um mein Leiberl. Und ja, dass man sich einmal fix als Stammspieler da integriert und dass man vielleicht einmal auch in den Special Teams, also Powerplay oder Unterzahl, eben seine Einsätze bekommt. Und ja, ich glaube, das ist einmal das erste Ziel und dann muss man weiterschauen, ja. Aber ich meine, das eben, wie gesagt, das Hauptziel ist einmal, so viel Eiszeit wie möglich zu bekommen und einfach Stammspieler zu werden. Könntest du dir, weil eben die Frage gekommen ist, als Sohn einer 99ers und KC-Legende oder Grazer und Klagenfurter Legende einen Wechsel zum VSV überhaupt vorstellen? Darf man das überhaupt daheim? Weiß nicht, ja, ich glaube, müsste ich mit dem Papa diskutieren, ja, ob das geht, aber na, das ist da also gar kein Thema da, weil Also in erster nur. Linie jetzt einmal den Stammplatz oder Genau, ja. die Position bei den 99ers festigen und dann mal weiterschauen. Ja, aber ich meine, nicht so, dass ich dann so schnell wie es geht abhauen will. Also ich fühle mich ja wohl da in Graz und ich spiele ja schon mein ganzes Leben da. Und ja, ich will natürlich so lange wie es geht in Graz bleiben, ja. Das wäre natürlich, glaube ich, für alle Fans auch was Tolles, wenn man wieder einen Jugendspieler aus den eigenen Reihen lange bei den Profis dann auch sieht, so wie die Kollegen Moderer oder jetzt auch wieder den Dani Oberkofler. Der Felix, ein begnadeter Torhüter, fragt, welches Auto du fährst. Ja, gar kein Auto fahre ich. Ich schätze mal, das ist meine Anspielung darauf, dass er mich seit neuestem jeden Tag mit zur Halle nimmt. Also ich bin ja das letzte Jahr und auch am Anfang noch von der Saison immer mit dem Amadeus Egger, also der sich ja leider verletzt hat, jetzt mit in die Halle gefahren, weil wir einfach 50 Meter voneinander gewohnt haben und er eben schon ein Auto hat, was ich noch nicht habe. Dann hat er mich die ganze Zeit mitgenommen und jetzt habe ich halt wen anders braucht sozusagen. Ja, der Felix, das liegt eh am Weg und ihm taugt es eh, dass er mich mitnehmen kann. Also da bin ich mir ganz sicher. Spürst du da den ja, standesgemäßen DJ dann als Beifahrer, oder wie läuft so eine kurze Autofahrt von daheim ins Na, Eisstadion ab? ist immer ganz kurz. Da tauschen wir uns ja meistens nur kurz aus und da rennt irgendwas im Radio dahinter. Also wird nicht großartig was aufgelegt. Ne? Also es wäre angebracht vom Papa, dass jetzt bald dann das Auto vor der Genau, Tür steht. Alles ja. klar. Also an dieser Stelle liebe Grüße an den Tine und
Einmal ein Auto für den Clemens, bitte. Schauen wir noch kurz, ob es noch Fragen gibt. Unser Equipment Manager, lässt noch Fragen. Dies oder Beta, wer ist der Bessere? Also zur Info, Beta ist ja unser Masseur und Physiotherapeut und dies unser Equipment Manager. Wem würdest du da denn den Vorzug geben? Das kann ich so nicht beantworten, weil dann habe ich entweder keine geschliffenen Schuhe oder wenn ich das nächste Mal verletzt bin, muss ich selber schauen, wie ich Also, zurechtkomme. Na, man aber kann sagen, der Dies ist sicher der bessere Equipment Manager und der Peter der bessere Physio. Kann man das so abschließen? ja, ich bin auf jeden Fall, ja. Im Kann ich nicht Chat wirklich sagen, wer besser. fragt gerade der 99ers-Fan, was du denn für Musik hörst. Was ist da, was präferierst du an Musik? Eigentlich verschieden, aber hauptsächlich höre ich eben gern Hip-Hop oder Rap sozusagen. Die ganz klassischen Sachen, was man halt heutzutage so hört. Auch Deutschrap ab und zu eben. Und ja, das, was in der Kabine halt läuft. Aber ich höre generell ja gern und viel Musik, ja. Wer ist in der Kabine der Kabinen-DJ? Welcher Spieler gibt da den Ton vor? Das variiert eigentlich ziemlich. Ich meine, hauptsächlich hat es der Mode, also der Kevin Moderer hat hauptsächlich die Fernbedienung. Ist eigentlich relativ gut. Ab und an müssen die Jungen dann doch, also versuchen mal einzugreifen, weil die Musik ein bisschen zu ältere Generation, würde ich einmal sagen, wird. Ist da manchmal ein kleiner Kampf um die Fernbedienung, aber so richtig einen fixen DJ haben wir nicht, ne? Also es variiert, ja. Spitzmaus 1 lässt fragen, wer denn dein Lieblingsspieler der Eishockey-Akademie Steiermark U20 ist. Mit wem hast du da ganz besonders gerne zusammengespielt? Boah, zusammengespielt, ja. Ich habe mit vielen zusammengespielt, eigentlich mit jedem. Und natürlich der Moritz Ausberger, würde ich sagen, oder Clemens Lenk, das sind also auch meine zwei gute Freunde von mir. Und ja, ich meine, das macht immer am meisten Spaß, wenn man mit Freunden zusammenspielt eben, weil da die Chemie auch einfach passt und in der Kabine immer Spaß ist. Aber so generell, es war mit jedem lustig. Also ich habe gern mit allen eigentlich zusammengespielt dort und das fehlt mir ja auch ein bisschen, muss ich sagen. Das Ganze, ja. Aber vielleicht kommen die dann ja irgendwann auch zu den Profis und dann sitzt sie wieder zusammen Genau. in der Kabine. Vielleicht noch eine Frage abseits vom Eishockey. Gibt es sonst noch Hobbys, die du gerne machst? Gibt es Sportarten, die du außer Eishockey betreibst oder verfolgst? Ja, also ich mache generell viele Sportarten, vor allem im Sommer, jetzt im Winter ist eigentlich nur Eishockey. Aber dann die letzten Jahre oft Beachvolleyball spielen gegangen oder was wir letztes Jahr auch gemacht haben, ist, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ja, Tennis. Und jetzt habe ich auch angefangen mit der Bar, mit dem Amo und mit noch ein paar anderen zum Golfen. Da werde ich diesen Sommer mal die Platzreife machen und schauen, ob mir das Spaß macht. Aber ja, so, ich mache gern, also viele Sportarten eigentlich so, was halt gerade so, was meine Freunde halt gerade machen. Und gibt es sonst irgendwie Hobbys von dir? Ich bin nicht so der Videospieltyp, also ich spiele eigentlich gar nichts auf der Konsole oder so. Ich schaue gern Serien und boah. Na, sonst halt Sportserien im Sommer, schwimmen gehen oder Urlaub machen oder so, natürlich halt die klassischen Sachen, was man halt gern macht, ja. Das reicht ja auch eigentlich schon. Ja, schon. Der Guselwusel fragt noch zum Thema Sport. Hast du schon mal Federball spielen probiert? Ja, Federball ist eigentlich ziemlich witzig, ja. Das spiele ich halt, ja, das heißt professionell. Ich weiß nicht, ob man das so gut professionell spielen kann. Nice. Aber sonst ja im Freibad oder so spiele ich schon ab und zu gern Federball, ja. Dann schauen wir noch kurz.
bevor wir jetzt dann den Live-Chat auch beenden, auf unsere nächsten Spiele. Am Freitag treffen wir in Wien auf die Vienna Capitals und am Sonntag gibt es dann das Duell gegen, ich bin gerade am Überlegen, Bozen oder ist es Bratislava? Ich glaube, es ist Bozen, ja, wenn ich Glaub für mich jetzt nicht bin, verunsichert, aber glaube, es es ist ist halt Bozen. Was erwartest du dir von diesen beiden Spielen? ja, also gegen Wien erwarte ich mir, dass wir so spielen, wie wir die letzten zwei Male gegen Wien gespielt haben. Ich glaube, das waren beides gute Spiele, haben da auch verdient gewonnen. Und den Schwung haben wir halt die letzten Wochen nicht geschafft, leider mitzunehmen auf die anderen Partien. Und das wird halt das Ziel sein, wieder gegen Wien so gut aufzutreten wie die letzten Male und dann den Schwung mitzunehmen also gegen Bozen, gegen die wir daheim spielen und dann, dass uns die Revanche gelingt praktisch fürs 4:0, was wir da bekommen haben. Das hoffen wir natürlich auch. Das Spiel gegen Bozen wird am Sonntag wieder in unserem Livestream übertragen. Die Infos dazu gibt es auf unserer Website. Ich sage vielen herzlichen Dank, Clemens, dass du dir Zeit genommen hast für uns und die Fragen beantwortet hast. Ja, danke. Danke An dir, Martin. alle Fans herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und fürs Stellen von den Fragen. Die Folge könnt ihr euch morgen Vormittag dann wieder auf YouTube nachanschauen. Gerne dort auch einen Like und ein Abonnieren dalassen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und ich sag einen schönen Mittwochabend und bis nächste Woche beim nächsten Live-Talk.